liebe Besucher des Nagold-Ursprungs, ich begrüße Sie ganz herzlich bei relativ schönem Wetter hier am Nagold-Ursprung, unweit von unserem schönen Ortsteil Urnagold. Der zweite Punkt, und das war damals in der ursprünglichen Konzeption schon mit angedacht, ist der, dass wir ja in diesem Fall einen Brunnenspaziergang haben. Wasser ist ja ein sehr bedeutendes Lebensmittel und wir haben in Besenfeld sehr viele Brunnen und da war es nichts naheliegender, als dass man den Ursprung der Nagold, in dem sich hier auch im Quellbereich befindet, mit einbezieht. Und es gab früher auch ein schönes, offenes Taubental, einen Taubentalweg Richtung Schorrental. Der wurde dann so nach und nach aufgeforstet, aber die älteren Einwohner der Gemeinde Seewald haben immer wieder berichtet, wie schön dieser Weg doch ist. Und dass es schade ist, dass man den nicht mehr begehen kann, sodass wir sehr stolz und glücklich sein dürfen, dass wir in der Gemeinde Seewald einen Schwarzwaldverein haben, der sich dann ehrenamtlich der Sache angenommen hat und in mehreren Arbeitseinsätzen wurde dann der Weg Richtung Schorrental quasi wieder freigemacht. Nach der Ansprache durch Bürgermeister Gerhard Müller ist es drei kundigen Wanderführern vorbehalten, den zahlreichen Teilnehmern den Weg erstmalig der Öffentlichkeit vorzustellen. Auf welchem Pfad führt der Weg oberhalb der noch jungen, leise rauschenden Nagold mäßig steil den Bergwald hinab? Ab und an ist ein Halt notwendig, damit die Wanderführer ihr Wissen über den Taubentalweg den Wanderern in Ruhe vermitteln können. Wenn Sie das geschaffte Holz nach Bäserfeld fahren, dann bin ich zurück zum Bäserfeld fahren. Im anderen Ort. Der Weg ist vorbildlich vom Schwarzwaldverein markiert. Die schönen Schilder für den Taubentalweg wurden von dessen Vorsitzenden Fritz Girbach gefertigt. Bei diesem heute recht seltenen Naturweg dreht sich wirklich alles ums Wasser. War halt einfach mal ein frommer Wunsch gehabt. Da hat einfach ein frommer Wunsch gehabt. Ich bin damit dann mit der Nagold gekommen. Brunnen und Wässergräben, ähnlich der Walwege in Südtirol, wässerten die trockenen Wiesen und prägten jahrhundertelang das Bild der Landschaft. Immer wieder schweifen die Blicke bergab zum Bächlein, nun schon deutlich mehr wasserführend. Sonnenstrahlen brechen durch den dichten Wald und brechen sich im kristallklaren Wasser. Der Weg ist eine große Bereicherung für die Touristengemeinde Seewald und erweitert den schon vorhandenen Brunnenspaziergang um eine weitere, recht große Facette. Nach dem Kreuzen der Straße ins Schorrental steht die Überquerung der ersten Furt an. Ein schönes Bild, wild und romantisch. Der vom Moos bedeckte Buntsandstein des Nordschwarzwaldes, große Farne, dazu das klare Wasser und das vor dem Hintergrund des grünen, noch jungen Laub des Frühlings. Ein Bild, das man so schnell nicht vergisst. Eine kleine und willkommene Rast unterbricht die Führung. Met wird ausgeschenkt. Das ist schon eine, ja. Nachdem auch die zweite Furt gequert ist, dauert es nicht mehr lange und das Schorrental ist erreicht. Danach, auf dem Weg zur Erzgrube, ist die Nagold durch zahlreiche Zuflüsse schon wieder um einiges mehr gewachsen. Vom Schorrental führt ein Weg herauf nach Eisenbach. Hier ist die vielbeschworene Energiewende schon lange vor Fukushima eingeleitet worden. 12 von 14 Windrädern auf der Gemarkung von Seewald zeugen von der Weitsicht der Gemeinde und dienen als Beweis, dass diese herrliche Landschaft ganz und gar nicht verspargelt ist. Überzeugen auch Sie sich durch einen Besuch der Gemeinde Seewald. Bis bald!